Das ist schon ein recht großes Datenpaket, welches wir heute zu verarbeiten haben. Deswegen wollen wir gleich mal in Medias Res gehen. Beginnen mit Konjunkturdaten aus China. Und die kommen eigentlich nicht so gut an, denn in der Tat haben die Gewinne der chinesischen Industrie sich spürbar langsamer entwickelt, sind langsamer gewachsen als zuletzt im Monat September, immerhin um 7,7% auf 78 Milliarden Euro. Aber im August hatte man noch ein kräftiges Plus von 19,5% verzeichnen können. Aber damit können sich die Börsianer jetzt im Detail gar nicht beschäftigen, denn wir bekommen viele Quartalszahlen. Wir wollen uns mal drei Unternehmen raussuchen und da etwas detaillierter vorgehen. Zunächst erst einmal die Deutsche Bank ganz oben. Hier hatten Analysten einen Quartalsverlust von 600 Millionen Euro befürchtet. Und am Ende steht unter dem Strich tatsächlich hier ein Ergebnis von 278 Millionen Euro im grünen Bereich zu Buche. John Krein, der Chef der Deutschen Bank, begründete dies mit steigenden Aktivitäten im Wertpapiergeschäft. Das hat der Deutschen Bank hier gut getan, tut bestimmt auch den Aktionären gut, die ja zuletzt doch einiges aushalten mussten aufgrund der vielen Rechtsstreitigkeiten und entsprechenden Rückstellungen, die die Deutsche Bank dafür bereitzustellen hatte. Ja, der Kurs der Deutschen Bank, der kletterte im ersten Moment auch um rund 4%. Jetzt sind die Gewinne aber schon wieder aufgefressen worden. Die Bank jetzt nur noch mit 0,6% im Plus bei 13,37 Euro unterwegs. Das Kundenvertrauen scheint nämlich zu schwinden. Es sollen doch größere Geldbeträge hier abgezogen zu werden. Und das freut natürlich weder die Vorstände der Bank, noch die Aktionäre, noch die Analysten. Schauen wir mal auf Fresenius. Die Aktie profitiert jetzt zumindest mit einem Anstieg von 0,2% auf 68,53 Euro. Denn man hat gute Zahlen vorgelegt und da hilft vor allen Dingen das gute Geschäft bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care. Das hat hier Rückenwind gegeben, sodass Fresenius, die Mutter, einen bereinigten Gewinn im dritten Quartal vorgelegt hat, der um 9% zum Vorjahr stieg auf 399 Millionen Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde übrigens erneut angehoben. Der Volkswagen-Konzern hat ebenfalls den Gewinn recht gut steigern können im dritten Quartal. Trotz des Abgasskandals wuchs hier das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern immerhin um 17% auf 3,75 Milliarden Euro. Die VW-Vorzugsaktie jetzt aber nur mit 0,2% im Plus bei 126,20 Euro. Unser Marktüberblick zeigt den DAX jetzt bei 10.770 Zählern mit 60 Punkten oder 0,6% im Plus. Der Dow Jones Index war gestern mit 0,4% geklettert, Euro, Gold kaum verändert. Und der Programmhinweis heute zeigt auf Michael Bloss ein Interview von Thomas Zulek rund um das Thema CETA.